Andrea Filsinger und bin hier heute bei der AWO Bernhard Junker Haus als Klinikclownin unterwegs und besuche die Bewohnerinnen und Bewohner in den Aufenthaltsräumen und in den Betten. Klinikclownin, ein Beruf, der Andrea Filsinger jedes Mal aufs Neue in eine andere Rolle schlüpfen lässt. Ein Beruf, der nicht selten von Traurigkeit geprägt ist, aber auch ein Beruf, den Andrea Filsinger niemals missen wollen würde. Andrea Filsinger liebt ihren Job als Klinikclownin und ihren Job, kranken oder älteren Menschen ein paar glückliche Momente zu schenken. Zusammen mit einer Kollegin ist Andrea Filsinger heute im AWO Seniorenheim Bernhard Junker Haus in Aschaffenburg unterwegs. Doch bevor es losgeht, steht erst einmal die Verwandlung von Andrea Filsinger zu Frieda Pfannekuche bevor. So ist nämlich ihr Clown-Name. Meiste geht wirklich übers Umziehen und Schminken und dadurch das Reinfühlen und das Verwandeln ist viel mit Schminke und Umziehen und am Ende dann mit der Nase und das mit der Partnerin aufwärmen und in Kontakt gehen. Also ich meditiere nicht vorher, sondern wirklich mit Ankommen, Kleiderwechsel, Schminke, mental drauf einstellen, aufwärmen, Kontakt, Partnerin. Der Name Frieda Pfannekuche kommt übrigens nicht von irgendwoher, sondern hat seine ganz eigene Geschichte. Also früher war ich Fräulein Frieda und der ist mir wirklich beim Autofahren gekommen. Ich habe immer überlegt, boah, wie soll der Clown und ach und ich weiß nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, Fräulein Frieda, das klingt doch schön. Fräulein Frieda ist schön. Und irgendwann war ich dann dem Fräuleinalter ein Stück entwachsen. Und also es kommt immer mal noch. Und dann kam Pfannekuche, Frieda Pfannekuche. Und ist auch auf der Suche nach Alfons Apfelmus oder Timo Zimt und Zucker. Ich habe sie noch nicht gefunden. Und ja, das ist irgendwie, war Eingebung und ich habe es ausprobiert, kam gut an und jetzt mag ich's. Seit über 10 Jahren ist Andrea Filsinger alias Frieda Pfannekuche in Kliniken und Seniorenheimen unterwegs. Und wer jetzt denkt, dass die Clowns doch sowieso nur ein paar Witzchen reißen zur Bespaßung, liegt falsch. Es gibt nämlich eine Ausbildung zum Klinikclown. Also der Grundberuf vom Clown, da gibt es verschiedene Clownschulen, bei der ich war, da ging es auch um Körperwahrnehmung, um Slapstick, um was ist Komik, wie baue ich ein Bühnenstück auf, wie reagiere ich auf Menschen, was improvisiere ich. Und bei Körperwahrnehmung ganz stark, welches Körperteil mag man am wenigsten und hat dadurch die meiste Komik. Oder wie bin ich als Andrea unter den ganzen sozialen Masken, weil der Clown sich alles traut und fast alles darf. Aber ich muss es mich ja auch trauen. Also da wirklich hinzukommen und sich zu zeigen, wie ich bin und nicht, wie andere mich gerne hätten. Und dann gab es Singen, Tanzen, Jonglieren, bei denen die Vollzeit-Clown-Ausbildung gemacht haben. Und im Klinikclown-Aufbau ging es dann wirklich auch noch mal um Hygiene. Was heißt es, wenn ich im Altenheim spiele? Was ist das Krankheitsbild Demenz? Wie gehe ich damit um? Oder in der Kinderklinik? Wie gehe ich ins Zimmer? Wie komme ich aus dem Zimmer wieder raus? Wie finde ich einen Anfang, ein Mitte, ein Ende? Wie ist meine Clown-Figur? Bin ich eher elegant, tollpatschig, schlau, nicht so schlau, Chef, Gegenteil vom Chef? Also da reinzufinden. Nach einer rund 15-minütigen Schminksession ist es dann soweit. Aus Andrea Filsinger wird die Clownin Frieda Pfannekuche. Und dann geht es los. Zunächst ist ein etwa 5-minütiges Warmmachen angesagt, dann geht es auf zu den Bewohnern. Ein spezielles Programm überlegt sich Frieda Pfannekuche mit ihrer Kollegin zuvor nicht. Das bietet den beiden die Möglichkeit, vor Ort spontan auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen. Es wird getanzt, gesungen und gelacht. Tanzen, tanzen wir.
Manche sind zwar anfangs noch ein bisschen skeptisch, das hat sich dann aber auch schnell gelegt. Spätestens als es um das Thema Küssen geht. Ich könnte ja mal fragen, wer möchte alles mal einen Kuss geschickt kriegen von mir? Ah ja. Ah, eins, zwei, drei, vier. Jetzt wäre ich soweit. Gut oder noch temperamentvoller? Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims sind die Klinik-Clowns ein absolutes Highlight. Das weiß auch Einrichtungsleiterin Jutta Schäfer. Ich finde das wunderschön, dass die Bewohner sich mal freuen, wenn die Klinik-Clowns kommen und diese Freude im Gesicht zu sehen, das ist einfach schön. Ne? Und ich finde, das gehört einfach auch zu so einem Alltag dazu, dass man sich auch mal über Dinge freuen kann. Und die Klinik-Clowns haben ihren Beitrag dazu. Die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern über die Klinik-Clowns ist diesmal besonders groß, obwohl das nicht schon immer so der Fall war. Und fand das schrecklich albern das erste Mal. Es war noch unter der Corona-Zeit, ne? Aber jetzt liebe ich die, wenn die kommen. Wirklich. Kriegen jedes Mal eine Tafel Schokolade von mir. Schön und lustig. Singe, tanze, alles halt. Ja, doch. Gut gemacht. Ja, die war schon mal mit Martina gewesen. Am 1. Mai waren sie da. Hier geht's aber heiß her. Das Thema Liebe spielt aber tatsächlich noch oft eine große Rolle im Seniorenheim. Das ist aber ein Liebespatschenpflanze. Das ist erst ab 18. Also es gab mal Unterwäscheverkauf im Altersheim. Und da hing ein Spitzenhöschen und da habe ich gesagt, das ist bestimmt für die Schwestern. Und dann kam eine Frau mit über 90 und sagte, wer sagt, dass das nur Schwestern tragen? Also Liebe und Nähe und Körperkontakt, ist der Wunsch danach hört nicht auf, egal wie alt man ist. Muss sie denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, oh du mein Schatz, bleib hier. Nach rund einer Stunde verabschieden sich Frieda Pfannekuche und ihre Kollegin von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann steht wieder die Rückwandlung von Frieda Pfannekuche zu Andrea Filsinger an. Also die Nase abziehen ist somit das Wichtigste. Und abschminken. Und dann gibt es immer noch mal ein kleines Abschiedsritual oder noch mal so ein Reflektieren. Okay, was war gut, was war vielleicht nicht so, was wünscht man sich von der Partnerin beim nächsten Mal, was wünscht sie sich von mir das nächste Mal, wo sind Geschichten entstanden, die lohnen, nächstes Mal wieder anzudocken, das am Ende nochmal und das dauert dann vielleicht zwischen, ja, so eine halbe Stunde. Jetzt heißt es also, Clownsnase abziehen, abschminken, umziehen, Sachen packen und ab nach draußen. Aber wie viel Frieda Pfannekuche steckt auch nach der Rückwandlung noch in Andrea Filsinger? Also ich habe immer noch ein bisschen Frieda mit. Das braucht immer ein bisschen zum Rausschleichen. Aber ich nehme das so ein Glücklichkeitsgefühl mit und so ein ja, schon nicht nur zufrieden, sondern glücklich mit. Für Andrea Filsinger ist der Beruf der Klinik-Clownin eine absolute Bereicherung. Denn auch sie fühlt sich nicht immer in der Lage, positive Energie zu versprühen. Dann aber hat sie auch nicht die Verpflichtung, die glückliche Frieda Pfannekuche zu spielen. Aber ich hatte das auch mal, da ging es mir gar nicht gut, da war ich sehr traurig. Und dann bin ich mit der Traurigkeit ins Spiel. Und habe zu der einen Frau, die auch sehr traurig war, gesagt, boah, da sind wir jetzt heute mal ganz schön traurig zusammen. Und dann hat sie mich getröstet und hat mir ein Lied gesungen. Und das war immer noch einer meiner schönsten Momente, weil so eine Ehrlichkeit drin war. Also ich musste nicht, oh, hallo, hallo, oh, ich bin heute ja so lustig, sondern konnte das Gefühl nehmen und damit einfach
ja, eine Emotion und eine Reaktion auch auslösen. Weißt du, für so viel Scherz ist mir zu alt. Ich bin doch schon 90. Aber mit 90 ist man doch gerade erst richtig für zum Lachen. Aber nicht, wenn man so krank ist, dass man nichts mehr sieht. Das, also, und nicht sehen ist schon scheiße. Gell. Aber da müssen wir durch. Ja, ich drück dir die Daumen für deine OP, gell? Ganz fest. Danke. Und dann komme ich wieder und guck, wie es ist. Wenn Andrea Filsinger nicht als Klinikclownin unterwegs ist, arbeitet sie als Sozialpädagogin auf dem Jugendamt. Den Beruf der Klinikclownin bezeichnet sie aber als ihren Herzensberuf. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Mich fasziniert eigentlich, wie einfach man Kontakt und eine Beziehung zu Menschen aufbauen kann. Und wie viel sie mir auch schenken. Leuchtende Augen, nicht nur bei den Bewohnern, sondern auch bei Andrea Filsinger. Nach rund 3 Stunden im Seniorenheim düst sie zwar wieder ab nach Hause, bei den Seniorinnen und Senioren hat sie aber definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Komm, lass uns träumen bei leichter Musik. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenen Himmel der Liebe. Oh.